Oh, hey, was geht ab, Leute? Hong hier mit einer neuen Folge Hong Reacts. Diesmal wieder auf einen Artikel. Grüße gehen raus an mein MMO und ich glaube, der Kollege Noah, der 90% der Artikel dort schreibt. Jeden Tag 3-4 Stück, man, richtig fleißiger Typ. Link ist unten in der Beschreibung zum Artikel und umsonst Level Up Werbung leidend. Wo ist das? Ein sehr interessanter Artikel, der passt auch gut zum Thema gestern. Ich habe gestern Nacht noch ein Video rausgehauen. Neues Hood-Event angekündigt und da habe ich meine Meinung zum Hood-Event angegeben und Niantics Richtung, in die sie gehen, langsam mit diesen ganzen Hüten, jedes Pokémon nochmal wiederverwerten. Bestimmte Pokémon, die Sammler brauchen, nur in den 7er-Eiern oder sowas, um die Leute extra zum Brüten und sowas anzuregen und Cash, Cash, Cash zu machen. Hier, Pokémon Go möchte immer mehr Geld von euch, passend dazu. Dabei könnte es anders gehen und ihr seht es auch direkt, 84 Likes oder Herzen. Also schon mal überdurchschnittlich zu den anderen, 27, 18, 25, 23 und das hat einfach 84. Also kommt gut an, gelesen habe ich es noch nicht, das machen wir jetzt. Eure Meinung auch dazu zum ganzen Thema unten in den Kommentaren oder jetzt zu den ganzen Hutsachen und das Video von gestern. So, genau, Noah. Lesedauer 6 Minuten. Okay, seit über 3 Jahren ist Pokémon Go nun auf dem Markt und hat sich dabei auch viel verändert. Ja, sehr, sehr sogar. Unser Autor Noah meint aber, redet er von sich selber in der dritten Person? Er läuft. Dass dabei immer öfter Geld von den Spielern gefordert wird. Und das muss eigentlich gar nicht sein. Ja, muss eigentlich schon sein, weil Niantic ist ja eine Firma und die müssen Geld machen. Das stelle ich fest. Ich spiele Pokémon Go seit dem Release-Tag und verfolge sowohl privat als auch beruflich den Weg des AR-Games. Doch zuletzt geht Pokémon Go Schritte, die für mich fast schon als Pay-to-Win das böse Wort bezeichnet werden. Pay to win. Immer ein großes Thema in Pokémon Go. An sich kann man ja nicht gewinnen, weil es ist halt kein Durchspielspiel. Also was kann man gewinnen? Man hat halt seine Sammlung, man hat halt seine Pokémon, aber jetzt natürlich PvP, aber da zählt halt nicht das, was man hat, sondern wie man es verwendet sozusagen. Egal ob Events, neue Pokémon oder Wahrscheinlichkeiten, man muss immer mehr Geld ausgeben, um tatsächlich erfolgreich zu sein. Auch da die Definition, was ist erfolgreich für dich und muss man erfolgreich sein? Sehr, sehr abstrakt alles. Diese Gründe sprechen für meine Aussage. Das wurde immer gesagt. Kritisiert wurde an Pokémon Go schon immer, dass man sich durch Items einen klaren Vorteil erkaufen kann. Glückseier und Sternstücke geben auch mehr EP und Sternstoff. Dafür muss man sie allerdings vorher im Shop gekauft haben. Ja, aber was für einen Vorteil hast du? Du hast halt keinen Vorteil gegenüber anderen, du hast halt einen Vorteil für dich selber, indem du halt Zeit sparst. Ich meine, EP und Sternshop, ja, du machst halt mehr und schneller, was halt für dich weniger Zeit dann und weniger Aufwand ist, aber ist halt kein Vorteil gegenüber anderen, weil was juckt sich, was andere haben. Dafür gab es schon immer Kritik. Gab es das? Habe ich noch nie mitbekommen. Die ich nicht ganz ernst genommen habe, ja, ich auch nicht, okay. Immerhin kann man alles durch auch ohne Echtgeld finanzieren, genau. Und wenn man Glücksfall effektiv einsetzt, dann reichen auch die, die man durch die im Spiel verdient Münzen kaufen kann. Reicht auf jeden Fall, ja. Mein Kleiner hat auch noch 10 Glückseier über und er hat 40 Millionen EP, also reicht auf jeden Fall. Hier fingen die Probleme für mich an. Die Wurzel des Übels. Das erste Mal über Pokémon Go habe ich mich in dieser Hinsicht bei Kaumalat aufgeregt. Kaumalat gar nicht so lange her. So brachten die Entwickler im Mai 2019 das Pokémon ins Spiel und jeder wusste, dass es eigentlich das beste Pokémon der 4. Gen ist. Doch anstatt aus Eiern zu bekommen oder sogar mit Glück in der Wildnis zu finden, blieb Kaumalat für viele Spieler verschollen. Stimmt? Ich selbst habe mein erstes Komma Ende Dezember, also 7 Monate nach Release, erhalten. Davor habe ich hunderte Euros für Bootmaschinen ausgegeben und einfach kein Komma bekommen. Ja, haben die selten gemacht. Aber man muss auch sagen, also wenn du nur dafür gebrütet hast, ist es natürlich schon verrückt und leiden, aber du hast ja auf dem Weg dahin hoffentlich andere Pokémon gebrütet, gute Pokémon, hunderte Shinies und natürlich auch Sternstopp gemacht. In der Wildnis habe ich bisher übrigens noch kein Komma getroffen. Ich 2 oder 3. Gebrütet habe ich auch 2 oder 3. Obwohl ich schon über 200.000 Pokémon gefangen habe und weit mehr gesehen habe. Läuft bei dir nur. Kaumalat war übrigens nicht der erste Fall, bereits davor war Geodude verdammt selten in den Eiern zu bekommen. Korrekt. Ich selbst hatte dort scheinbar etwas Glück, doch andere Spieler mussten im Schnitt 50 Euro für einen Geodude ausgeben. Ah ja, ja. Zumindest hatte das mal ein Trainer ausgerechnet. Ich erinnere mich daran. Ich erinnere mich. Und dann wurde es so angeführt, dass bei der Adventure Sync Belohnung gibt es auch Eier. Und da war die Chance auf Geodude dann erhöht. Und da habe ich, glaube ich, auch mein erstes Geodude bekommen durch das Adventure Sync Ei. Glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher. So geht es weiter mit den Eiern. Man kann
Meine ist Komma und Gyuno Ausnahme waren. Doch, Pokémon Go hat auch in der 5. Gen fleißig weitergemacht. Ja, so läuft es halt. Niantic hat gesehen, okay, dies und das kann man machen. Und dann macht man es halt weiter, wenn es erfolgreich ist. Aber so ist es überall im Leben. Man sieht, hey, das funktioniert. Keiner meckert, dies, das. Mach mal weiter so, bis die Kuh ausgemolken ist halt. Kapuno kam bei der ersten Welle der Gen 5 ins Spiel. Wenn Galapagos, Flapterix und Milza mit der zweiten Welle. Oh, der Milza, Mann. Noch nie gesehen, noch nie gespawnt. In diesem Jahr nur ins Spiel kam. Allesamt sind genauso selten wie Komala, wenn nicht sogar noch seltener. Galapagos nicht. Der ist mittelmäßig, der ist gar nicht so selten. Aber Flapterix, der kam einmal in München und Milza noch gar nicht. Ich selbst habe das Ausprobieren von Eiern im November ganz aufgegeben. Bruder, was ist da los? Ich möchte einfach nur nicht noch mehr Geld ausgeben, um weiterhin Bascha aus den Zehnern zu erfüllen. Ja, die sind leiden. Bascha ist echt leiden. Aber zu Niantics Verteidigung, die Eier waren schon mal leidender. Und die habe ich auch kritisiert. Und dann haben sie die Eier relativ saftig gemacht. Und dafür habe ich sie auch gelobt. Ausnahme ist Bascha. Bascha, erstens, kommt zu häufig. Zweitens, können sie den komplett kicken. Aber ich bin schon mal sehr zufrieden, dass sie es geändert haben und jetzt ist eigentlich echt nicht schlecht. Vor allem im Vergleich zu davor. Davor war es halt echt richtig dreist. Jetzt geht's eigentlich. Wo waren wir? Doch, auch mit meinen spärlichen Ausbrüten habe ich bisher keines der oben genannten Pokémon erhalten. Ich auch nicht, Digga. Ich will gar nicht die Wahrscheinlichkeit für einen Spieler rechnen, der nur die unendliche Wutmaschine nutzt und keinen Cent für das Spiel ausgibt. Kaum vorstellbar, dass ein solcher Spieler all diese Pokémon besitzt. Selber wahrscheinlich nicht, aber durch Tauschen und sowas und Events halt, aber da muss man sich halt dann in Geduld üben. Wenn er es halt jetzt nicht ausbrütet, dann halt irgendwann, wenn es ein Event gibt, wenn es Ziele gibt, dies, das. Geldmacherei in Events. Übel aufgestoßen ist mir der Schliffmarathon Anfang Januar. Dort gab es überall Hut-Pokémon zu finden. Außer in der Wildnis. Korrekt. Dort fand man nur Pikachu mit Hut, welches man bereits die Jahre davor fangen konnte. Wundgenau und Rettigal gab es in Raids, wofür man zahlen muss. Stimmt. Alle Sammler, die gejagt haben, mussten reinzahlen. Partyhut Wampel gab es nur aus Eiern, also musste man fleißig Brutmaschinen anschmeißen. Genau. Für Shiny Wampel mit Hut. So ist es. Das aktuelle Event rund um das Mondneujahr. Artikel ist schon ein bisschen älter, tut mir leid, hatte ich schon vorher vor. Momentan haben wir schon ein anderes Event. Macht auch keinen Bogen um das Thema Geld, natürlich. Flampion, nur in den Eiern. Habe ich auch gestern angesprochen. Was eigentlich der Grund der Freude ist, hat mich am Ende stark enttäuscht, denn Überraschung, man findet es nur in Eiern, okay. Dazu kommt, dass die 7 Kilometer Eier, wo man auch das neueste Monster findet, ansonsten fast ausschließlich schwach und nutzlose Pokémon in Welt. Korrekt. Geldmacherei in Raids. Digga, Raids wurden nur dazu erschaffen, um Geld zu machen. Seit der erste Raid in Pasing auf der gesponserten Arena kam, Niantic hat das Geld geschnuppert, Mann. Die haben eine Goldmine entdeckt und haben es seitdem Tag ein, Tag aus gemolken, Mann. Seit der dritten Gen gibt es das Problem auch in Raids. Absolut, Funkkiefer sind seitdem nämlich in Raids zu erhalten. Ja, aber das fand ich noch okay, weil es gibt halt einen Anreiz, diese Raids zu machen, weil ansonsten würden viele echt nur noch legendäre machen. Und jetzt Pokémon nur in Raids zu stecken, gibt mir zum Beispiel einen Anreiz, echt nur nicht nur für eine Raid zu machen, sozusagen. Ich mache auch viele, jetzt nicht mehr, Click-Raids, weil ich habe 100er bekommen, aber Shinox, Flunkiefer, Alola, Kokowai, Absol, Galasmogmog und sowas. Man muss die halt verteilen, damit man halt auch einen Grund hat, die zu machen. In der vierten Gen kam Shinox dazu, ja. Das wollte jeder als Shiny haben, yes. Nach Shinox folgte dann Click, yes. Die Krönung für mich ist jetzt aber Praktibug. Das Pokémon ist mein größtes Highlight in der fünften Gen. Und wie bekomme ich es? Ausschließlich die Raids oder Eier. Ja, aber du kannst auch warten. Bei denen gibt es noch nicht mal einen Schein. Während die Pokémon davor wenigstens nicht brauchbar waren, ist Meistergift die Entwicklung von Praktibald unfassbar stark. Also ich habe ihn noch nicht gebraucht. Dementsprechend, ob ich den jetzt habe oder nicht, juckt an sich eigentlich nicht. Wenn ich mir davon schnell ein gutes Team aufbauen möchte, muss ich also viel Geld investieren. Ja, die Sache ist aber, du musst es nicht. Du kannst auch einfach weiter mit deinen umsonst for free Machomai rumlaufen. Macht echt keinen großen Unterschied. Für mich ist es völlig unverständlich, wie sie dieses Pokémon nicht in die Wildnis gepackt haben. Money, money, money. Es könnte auch anders gehen. Das hat Pokémon Go bereits bewiesen. In den über 3 Jahren, die ich mit Pokémon Go verbracht habe, war die Geldmacherei nicht immer ein Thema. Nee.
Es ist ein bisschen eskaliert und wurde immer mehr und schlimmer und offensichtlicher. Früher gab es das schon immer, ein bisschen versteckt, ein bisschen, wie nennt man das? Nicht undercover, aber ein bisschen, auch nicht seriös, boah, nicht so aufdringlich, ein bisschen so, ihr wisst, was ich meine. Eigentlich jeder Punkt, den ich oben aufgeführt habe, war früher anders geregelt. So kann man das mit den Eiern handhaben. Als damals Tanel und Kinwurm in die Eier kamen, waren sie bei weitem nicht so selten wie Kamala oder Capuno. Klar, man bekam sie nicht hinterhergeschmissen, doch sie waren zu bekommen, wenn man viel gebrütet hat. Hm? Genauso gab es die beiden Pokémon auch ab und an mal in der Wildnis. Hm? Genauso kann man das jetzt auch mit den anderen Pokémon handhaben. Die Monster sind ja nicht mal sonderlich besser. Ein Knackack ist etwas so stark wie ein Putalanda. Warum ist Kamala dann also so viel selten als Kinwurm damals? Ich möchte nicht, dass ich die seltenen Pokémon an jeder Ecke treffe. Verstehe. Doch ich habe aktuell das Gefühl, das Pokémon Go möchte, dass ich besonders viel Geld in Inkubatoren stecke, um dann irgendwann mal eins der Pokémon zu bekommen. So könnten die Raids verbessert werden. Ich würde auch weiterhin Raids von Trickybald machen, selbst wenn man es in der Wildnis findet. Denn in Raids hat man die Chance auf und so mit guten Navi, stimmt schon, aber ich nicht. Ich habe bis heute über 50 Machen bei Raids gemacht. Ja, du aber, ich nicht. Spaß. Ich finde, dass man generell Pokémon nicht nur in Raids oder Eier stecken sollte, zumindest nicht solche Monster, wo es Baby-Pokémon in Eier und legendäre Pokémon in Raids. Hört endlich auf mit diesen Events. Zuallererst sollte Pokémon Go die Events, die sich fast nur um das Investieren von Geld drehen, stoppen. Ein Wampel mit Patio kann sehr wohl in der Wildnis spawnen und man sollte dafür nicht nur Eier ausbrüten müssen. Ich kann das jetzt nicht so beurteilen, weil erstens, ich jage die Hutsachen nicht. Zweitens bin ich kein Free-to-Play-Spieler. Da müsste man mal einen Free-to-Play-Sammler fragen. Jemand, der versucht alles zu sammeln, aber Free-to-Play ist. Wie leidend das dann für ihn ist. Vor allem aber neue Pokémon sollten nicht zuerst exklusiv in Eiern erscheinen. Ich halte ja generell nicht viel von der Veröffentlichung einer Generation in Wellen. Doch mittlerweile einzelne Pokémon neu zu bringen, die sich dann noch in den Eiern verstecken, ist für mich komplett der falsche Weg. Das ist wichtig. Pokémon Go sagt an keiner Stelle, dass man tatsächlich Geld ausgeben muss. Man wird immer nur mehr in die Versuchung geführt. Ja? Und die Wege zum Erfolg, wenn man kein Geld ausgibt, werden immer länger. Korrekt, das stimmt. Man muss beispielsweise kein Geld ausgeben, um Kamerad auszubrüten. Wer aber nur mit der unendlichen Brutmaschine brütet, der wird vermutlich erst sehr viel später ein Kamerad bekommen oder hat ein sehr großes Glück. Das habe ich in den letzten Monaten gelernt. Während ich 2018 noch gerne Geld in Pokémon Go investiert habe, sind meine Ausgaben zuletzt deutlich geringer geworden. Ich sehe keinen Sinn mehr in schlechten Eiern. Wie gesagt, die sind eigentlich ziemlich besser geworden. Oder in Pokémon, die man in Raids versteckt. Für mich aber zum Beispiel, wie gesagt, der Hauptanreiz zu Raid momentan sind diese Pokémon eben. Ich finde es allerdings sehr schade, dass Pokémon Go zuletzt immer mehr an die Pay-to-Win-Richtung geht und wünsche mir da in Zukunft Besserung. In einigen Punkten stimme ich zu, aber in vielen noch nicht. Es geht immer offensichtlicher in die Richtung. Aber überraschenderweise finde ich es gar nicht so schlimm. Bei manchen Sachen schon, ja, aber noch ist die Grenze nicht überschritten, wo ich sage, nein, diese dreisten Geier nur am Geld machen. Noch geht's. Ich finde das mit den Raids nicht so schlimm, dass da spezielle Pokémon sind, die es nur in den Raids gibt, weil für mich ist es ein Anreiz, überhaupt die Raids zu machen. Das mit den Eiern ist schon ein bisschen schlimmer, weil das kannst du halt nicht kontrollieren. Die Raids, da gehst du halt speziell zu dem hin, was du brauchst, steckst halt deinen Euro rein, deinen Raid Pass und dann kriegst du den. Aber bei Eiern musst du halt viel brüten und die Brutmaschinen sind in der Regel eigentlich teurer als die Raid-Pässe sogar. Und dann nur auf die Chance zu hoffen, eins von denen zu bekommen. Wie zum Beispiel jetzt Flampion. Da hast du so viel Müll gebrütet und 1-2, wenn du viel gebrütet hast, von Flampion. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich kaufe mir ein Flampion ein und daraus kommt garantiert ein Flampion. Damit hätte ich kein Problem. Yo, ich gebe dir 200 Münzen dafür oder eine Brutmaschine. Und ich krieg garantiert einen Champion. Da investiert man doch gerne Geld, aber in ein Glücksspiel sozusagen zu investieren und zu hoffen, das zu bekommen, was man will. Und dann immer mehr Lose sozusagen zu kaufen, mit der Hoffnung, das richtige Los zu bekommen mit der Gewinnerzahl. Das ist schon was anderes. Aber naja, eure Meinung zu dem ganzen Thema Geldmacherei von Niantic in die Kommentare. Das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.